Herzlich willkommen zur Vorlesung. Ja, schön, dass ihr da seid. Die zweite Vorlesung heute zum Thema Implementierung oder Englisch Implementation. Bevor wir dazu kommen, noch ein kurzer Hinweis. Diese Woche beginnen die Übungen 2, 4, 6, 8, 10 und 12. Ja, weil es gibt 3 verschiedene Verfahren, um die Kalenderwoche eines Jahres zu bestimmen. Und falls euer Kalenderprogramm ein anderes Verfahren benutzt, dann kommt ihr vielleicht zu einer anderen Kalenderwoche. Deswegen nochmal der Hinweis, deswegen hatte ich es auch in der Ankündigung nochmal geschrieben, damit ihr nicht in der falschen Übung seid, weil dann haben wir ein Problem, wenn da plötzlich doppelt so viele sind. Gut, das war es aber eigentlich Organisatorisches, dann können wir jetzt starten. Es soll also heute um Implementierung gehen. So, und das Schaubild, wer hat den Project Cartoon schon mal gesehen? Gut, das ist Progress, beim letzten Mal waren nur 3 Hände oben, es sind jetzt ein paar mehr. Den haben wir beim letzten Mal besprochen im Detail, da gab es auch noch mehr Schaubilder. Und wir wollen den tatsächlich nutzen als Einstieg für die Vorlesung, auch in den nächsten Vorlesungen, um uns so ein bisschen das Mindset reinzubringen. Es geht um Software Engineering, das zeigt hier zwar Schaukeln, aber eigentlich geht es um Softwareprojekte. Und insbesondere ist es eben nicht einfach, Softwareprojekte zu machen. Und das liegt typischerweise daran, wenn die so groß werden, weil einfach mal ein kleines Programm zu schreiben, dafür brauche ich nicht Dutzende von Personen. Wenn allerdings die Software größer wird, wie zum Beispiel die Fahrzeug von einem Flugzeug, von einem Automobil oder auch von einer etwas komplexeren App mit einem Client und einem Server, brauche ich mehrere Personen und dann kommen Missverständnisse auf. Dann kommen verschiedene Stellen, an denen vielleicht das Falsche rauskommt. Und heute wollen wir drauf gucken, warum die Implementierung relevant ist für das und was es da alles zu entscheiden gibt. Und wenn ihr auch schon irgendwie Einführungsveranstaltungen zur Programmierung hattet, wollen wir heute die Brille aufsetzen des Software Engineering und da drauf gucken und gucken, warum ist das eigentlich relevant. Gut, wir machen das wieder in 3 Vorlesungsteilen. Zuerst möchte ich ein bisschen was über Programmiersprachen sagen. Ich habe da hier oder da schon mal was gehört von verschiedenen Programmiersprachen und von der Historie. Allerdings möchte ich das ein bisschen einordnen, wo die eigentlich so herkommen, wie lange es Programmiersprachen schon gibt oder bestimmte Programmiersprachen schon gibt und warum das für uns relevant ist. Im zweiten Teil gucken wir uns dann an, dass selbst Programme, die vielleicht komplett das Richtige berechnen, trotzdem noch nicht gut sind. Ne? Warum wir vielleicht sagen, dass irgendein Programm noch nicht gut geeignet ist und woran das liegen kann. Und im letzten Teil gibt es einen kurzen Überblick darüber, was man eigentlich an Werkzeugen nutzen könnt und ihr seid jetzt da schon perfekt vorbereitet oder einige zumindest von euch, die in der Zentralübung waren, weil wir da eben schon angefangen haben mit Werkzeuge einzurichten. Gut, also im ersten Teil Programmiersprachen, kleiner historischer Abriss, der startet relativ früh, aber typischerweise verbindet man das nicht mit der Programmierung und zwar Lochkarten. Ja? Die ersten Rechner wurden darüber programmiert, dass man eine Karte mit reingestanzten Löchern eingibt in das System und über die eingestanzten Löcher und wo Löcher sind und wo keine Löcher sind, wurde ein Zustand dargestellt. Das heißt, das Programm wurde in einen Computer reingegeben über eine Lochkarte oder über ein ganzes Register von Lochkarten. So, natürlich ist das nicht sonderlich praktikabel und wir sind da heute deutlich drüber hinaus. Sonst könnten wir auch viele Sachen wären heute gar nicht möglich, wenn wir noch da hängen geblieben wären. Etwas traurige Nachricht ist, dass der meiste Fortschritt damals zu der Zeit durch den Zweiten Weltkrieg kam, weil sozusagen die Nationen, die sich da besser gerüstet haben und da weiter vorankamen, bei der Technik eben ja, in bessere Positionen hatten und deswegen da viel Geld reingeflossen ist. Insbesondere wurden da Maschinensprachen entwickelt. Das heißt, das ist nicht notwendigerweise eine Sprache, die gut ist für einen Menschen oder für einen Programmierer, sondern zwar eine Sprache, die Maschine versteht. Ja, und die Sprache war komplexer als einfach nur, an der Stelle ist ein Loch oder da ist kein Loch. Aber das war eben genau das, was die Maschine versteht. Jetzt gibt es Assembler-Sprachen. Assembler hatte die Idee, naja, wir wollen eigentlich eine Sprache, die der Programmierer oder der Mensch besser verstehen kann. Ja, da soll zum Beispiel, wenn 2 Register miteinander zusammengerechnet werden, dann soll da add stehen, ADD. Und der Programmierer kann daran denken, aha, add steht vielleicht für Addition von 2 Werten.
Und das unterscheidet sich aber unter Umständen von dem, was auf der Maschine dann läuft, weil die Maschine da irgendeine Bitfolge kennt an der Stelle. Es war allerdings schon ein bisschen lesbar, aber Assembler unterscheidet sich so von den meisten heutigen Programmiersprachen, dass es ein 1:1-Mapping von einer Sprache, von einem Ausdruck in Assembler gab und einem Ausdruck, mit dem die Maschine was anfangen kann. Gut, und tatsächlich hat man dann immer mehr über eben solche menschlesbaren Instruktionen nachgedacht und Instruktionen, die dann eben die Maschine bekommt. Und da will man die natürlich übersetzen. Und bei Assemblern ist die Übersetzung relativ simpel, weil ich brauche bloß ein Mapping und muss wissen, okay, ADD wird in irgendeine Sequenz aus Nullen und Einsen übersetzt. Das ist relativ simpel. Aber mit der Idee, dass eine Zeile im Quelltext viele Zeilen für die Maschine bedeutet, waren eben Compiler geboren, also Compiler, die Werkzeuge, die unseren Quelltext, den der Mensch quasi noch verstehen kann, in was übersetzen, was der Mensch zumindest nicht so gut verstehen kann. Gut, und das war quasi die Grundlage für eine ganze Reihe von Entwicklungen, zum Beispiel strukturierte Programmierung, das heißt, man hat nicht nur Sprünge im Quelltext, sondern man hat Schleifen, man hat ähnliche Konstrukte, um irgendwie den Quelltext zu strukturieren. Und dann eben der Begriff von Hochsprachen oder Englisch High-Level Programming Languages, was dahin deutet, dass eine Instruktion, die der Programmierer schreibt, zu vielen oder sehr vielen Instruktionen auf Maschinenebene kommt oder mappt. Das heißt, das Hoch bezieht sich darauf, dass es eben in hohem Abstraktionsgrad ist. Ich muss eben nur sagen, leg mir hier ein String-Objekt an oder rufe diese Methode auf und tatsächlich auf der Maschine werden vielleicht hunderte von Instruktionen oder sogar noch mehr ausgeführt, teilweise tausende. Und was relativ interessant ist, wenn man das so aus der historischen Perspektive betrachtet, ist, dass die meisten Sprachen, die heute weit verbreitet sind, sind sogenannte General-Purpose-Sprachen. Und zwar Sprachen, die nicht nur für einen Zweck sind, für eine Domäne, sondern die eigentlich, mit denen man Programme für viele verschiedene Bereiche machen können soll. Das war nicht der Ursprung. Der Ursprung waren eigentlich domänenspezifische Programme. Ja, und das sehen wir quasi auch, wenn wir uns so ein paar Sprachen angucken. Zum Beispiel 1945 eine so der ersten High-Level oder Hochsprachen, das Plankalkül. Und da ging es eigentlich um Berechnung. Es ging um mathematische Berechnungen, die konnte man damit ausdrücken, aber man konnte nicht beliebige Programme damit darstellen. Gut, das Plankalkül ist eher so ein theoretisches Konstrukt. Das sehen wir darin, dass es den Compiler erst 1998 gab. Ne? Also da gab es eben irgendwo eine wissenschaftliche Abhandlung darüber. Aber das war keine Sprache, die wirklich es in die Praxis geschafft hat, wenn der Compiler erst ein halbes Jahrhundert später kommt. Fortran war eine der ersten Sprachen, die einen Compiler hatte und die weit verbreitet war. Gut. Und das waren eigentlich noch eben solche domänenspezifischen Sprachen, also Sprachen, die was Bestimmtes im Sinn haben. Also Fortran, ich möchte irgendwelche Berechnungen mit Formeln zum Beispiel durchführen. Gut, Basic war dann so eine erste Sprache, wo die Idee war, es ist eigentlich eine allgemeine Programmiersprache. In vielen Domänen wollen wir irgendwie Programme schreiben für viele Anwendungsfälle und wir wollen eigentlich immer die gleiche Sprache nutzen. Dann ging das weiter mit verschiedenen Unterarten von Programmiersprachen oder Programmierparadigmen, funktionalen, die eben, wo eben es keine Seiteneffekte gibt. Ich kann immer irgendwas aufrufen und ist tatsächlich ziemlich ähnlich zu dem, wie wir Funktionen auch in der Mathematik betrachten. Oder objektorientierte Sprachen, wo ihr jetzt auch eine objektorientierte Sprache kennenlernen sollt, mit Java zum Beispiel im Praktikum. Oder auch deklarative Sprachen, also eine Sprache, wo ich gar nicht sage, Rechner, mach bitte das und mach danach das und mach danach das, wie eben in prozeduralen Sprachen, sondern wo ich nur sage, gib mir aus der Datenbank alle Einträge mit folgender ID oder alle Personen, die 18 Jahre alt sind, weil diese Personen sollen eine Benachrichtigung bekommen, dass sie jetzt einen Kulturpass bekommen und irgendwie kostenlos irgendwelche Angebote nutzen können. So, dann sage ich aber nicht, so und so muss die Datenbank in folgenden Schritten durchlaufen werden, sondern dann versucht die Datenbank selbst ein Programm dafür zu finden, was eben diese Anfrage macht. Das meinen wir mit deklarativ. Gut, und wir sehen, da hat sich relativ viel getan, irgendwie in den 70er Jahren. Da wurde auch Pascal entwickelt von Niklaus Wirth, vor allem um
in der Lehre zu zeigen, was eigentlich eine gute Programmiersprache sein könnte. Dann haben wir andere Sprachen, die sich vielleicht viel durchgesetzt haben, aber vielen Leuten heute noch Kopfschmerzen bereiten, wie die Programmiersprache C oder eben logische Programmierung. Das heißt, dass wir eben einfach nur Formeln angeben, teilweise nur boolesche Formeln und das Programm dann die mit den Formeln rechnen kann. Gut, und dann sind die 80er Jahre angebrochen mit eigentlich einem Lauf für objektorientierte Programmierung. Das ist auch das, was sich bis heute noch durchgesetzt hat oder so der de facto Standard ist. Nur, dass es sich damals noch nicht durchgesetzt hatte, sondern es die ersten Sprachen gab, mit 1980 C++ oder eben als Erweiterung für C oder eben Java mit 1990. Das hieß aber nicht, dass 1991 irgendwie der Großteil der Programme in Java waren, sondern das war ein Prozess, der eine Weile gedauert hat. Sehen wir auch gleich nochmal ein bisschen detaillierter oder eben noch ein Beispiel für eine funktionale Programmiersprache. Jetzt sehen wir so ein paar Sprachen, die vielleicht euch jetzt irgendwie eher noch ein Begriff sind. Python, weil das viele im letzten Semester hatten, als Multiparadigmensprache, also wo mehrere Programmierparadigmen möglich sind in der Sprache oder eben Scripting-Sprachen wie JavaScript. Gut, da gibt es auch noch eine neue Entwicklung. Was ist so die neue Entwicklung? Die neuesten bekannteren Programmiersprachen sind dann C#, Go, Rust und Swift als Beispiele. Und da ist es so, dass häufig ein großer Konzern irgendwie dahinter steht und so eine Programmiersprache treibt. Und der Grund dafür ist, dass es natürlich unglaublich aufwendig ist, Werkzeuge zu schreiben, zum Beispiel Compiler zu schreiben. Und eine kleine Firma, ein kleines Startup kann sich nicht erlauben, irgendwie eine neue Programmiersprache zu machen. Und natürlich gibt es viel mehr Programmiersprachen, aber wenig Programmiersprachen überleben tatsächlich so ein Raster von irgendwie 10 Jahren oder sind 10 Jahre im Einsatz. Und es gibt eine Reihe von Programmiersprachen, die waren eben schon erstaunliche 25 Jahre und mehr im Einsatz. Davon hier so eine kleine Liste, zum Beispiel COBOL. Ja, also wer richtig Geld verdienen will, lernt jetzt COBOL und kann in 2-3 Jahren irgendwo das große Geld verdienen. Warum? Weil es ganz viel COBOL-Code gibt in Firmen, die viel Geld haben, zum Beispiel Banken, und die aber keine Programmierer mehr haben, die COBOL können. Und dann ist man eben viel wert, wenn man solche Programmiersprache kann. Gut, aber für jede dieser Sprachen sieht man eben, die sind jetzt, das heißt nicht, dass die alle jetzt noch unglaublich viel bei neuen Programmen, wenn man was Neues anfängt, eingesetzt werden. Aber es gibt eben viel oder eine lange Historie von, dass die Programmiersprachen eingesetzt wurden. So, und jetzt ist das ja eigentlich eine tolle Nachricht. Ja? Es gibt tausende von Programmiersprachen. Es gibt auch so eine Aussage, dass es gibt mehr Programmiersprachen als Forscher, die sich Programmiersprachen ausdenken. Woran liegt das? Naja, die denken sich eben eine Programmiersprache aus und denken sich danach nochmal eine neue aus, die besser ist. Das heißt, es gibt unglaublich viele Programmiersprachen da draußen, aber nicht jedes vielleicht irgendwie immer gleich gut. Und jetzt könnten wir aber sagen, was ist dann das Positive, dass es viele Programmiersprachen gibt? Na, ich kann für jeden Anwendungsfall, den ich habe, kann ich mir die passende Programmiersprache aussuchen. Der Nachteil ist, wenn ich in einem Unternehmen viele Programmiersprachen einsetze, dann muss ich auch damit leben, dass ich die Entwickler trainiere auf all diesen Programmiersprachen. Ja, man hatte vielleicht nicht nur ein Projekt, an dem man irgendwie arbeitet, sondern soll vielleicht bei einem anderen mal aushelfen. Da muss man dafür plötzlich eine neue Programmiersprache lernen. Aber natürlich muss man auch mit eben toten Sprachen umgehen. Ja, was ist, wenn ich eben in einem Unternehmen Millionen Zeilen COBOL-Code habe? Dann muss ich eben unter Umständen selbst Tools weiterentwickeln, mit denen man COBOL schreiben kann, wenn die Sprache eben schon gar nicht mehr lebt, in dem Sinne, dass es noch neue Werkzeugunterstützung gibt. Gut, und es kann eben bedeuten, dass wir eben sehr viel Geld für eben Werkzeuge ausgeben müssen. Ja, da kommen wir im letzten Teil so ein bisschen drauf. Ihr habt eben ein bisschen was gesehen. Teilweise sind die natürlich für die Endanwender kostenlos. Das heißt aber nicht, dass da nicht trotzdem ganz viel Geld reinfließt, um die zu entwickeln. Gut, jetzt gibt es eine Reihe von Eigenschaften, gewünschte Eigenschaften, die wir an Programmiersprachen haben. Und eins davon ist zum Beispiel, dass wir es modular implementieren können. Wir kommen da in späteren Vorlesungen noch ein bisschen drauf, was wir eigentlich damit genau meinen. Aber wir können uns vorstellen, wenn wir jetzt sagen, wir lasst uns alle zusammen an einem Programm schreiben, dann brauchen wir irgendwie Struktur da drin. Dann müssen wir irgendwie sagen, so und so teilen wir uns Aufgaben auf. Das und das sind vielleicht irgendwie Schnittstellen, wo der eine was schreibt und der andere was schreibt und der eine kann von dem anderen irgendwie Funktionalität aufrufen. Das meinen wir mit Modularität.
Insbesondere, dass wir eben trennen zwischen Implementierung und irgendwie solchen Schnittstellen. Ja, ich kann also bei dieser Schnittstelle, die ich gerade angesprochen habe, wo einer was implementiert und der andere, kann ich das eine auch austauschen. Gut, dann gibt es Programmiersprachen, die unterschiedlich früh Fehler erkennen können. Ja, also es gibt, das werdet ihr vielleicht in diesem Semester schon ein bisschen kennenlernen, vielleicht dann auch im nächsten, wenn ihr noch mehr mit Java programmiert, dass es bestimmte Fehler gibt, die Python für euch nicht erkennen kann, die aber Java für euch erkennen kann. Ja, und wo ihr mit Python einfach eine Weile programmiert und programmiert und programmiert und dann stellt irgendwann fest, erst zur Laufzeit, wenn man diese ganz bestimmte Eingabe macht, dann gibt es mal diese Fehlermeldung und Java hätte euch den Fehler schon eher mitteilen können. Und das liegt daran, ob es ein starkes oder ein schwaches Typsystem gibt. Da werde ich jetzt hier nicht so ins Detail gehen. Aber es geht quasi darum, kann das Programm, kann der Compiler schon Typfehler erkennen? Und bei Java kann es eben besser als zum Beispiel bei JavaScript oder Python. Dann wollen wir irgendwie, dass die Programme lesbar sind. Da kommen wir gleich im zweiten Teil der Vorlesung noch detaillierter drauf. Und das ist durchaus eine Sache, das Automatic Pointer Management, also ob das Speichermanagement von der Programmiersprache automatisch abläuft, das ist tatsächlich hoch debattiert. Aber es gibt immer mehr Indikatoren, dass man zu einem automatischen Speichermanagement wechseln sollte, weil man dann einfach bestimmte Fehlerquellen in Programmen ausschließt. Ja, das heißt, man sollte von Programmiersprachen wie C, C++, wo man selbst entscheiden kann, an welcher Stelle im Speicher irgendwie Objekte liegen und wann die erstellt werden, wann die wieder gelöscht werden und wie man im Speicher irgendwie ein paar Stellen weiterspringen kann, dass das quasi alles übernommen wird. Das ist zum Beispiel bei Java so. Und interessanterweise hat die USA für sich beschlossen, dass bei bestimmten Anwendungsfällen inzwischen oder für die Zukunft nur noch stark getypte Programmiersprachen benutzt werden dürfen. Ja, und das ist ein relativ starkes Zeichen dafür, dass die eben herausgefunden haben, dass es eben zu mehr Sicherheitslücken kommt, zu mehr Problemen mit der Qualität von Software kommt, wenn man eben solche bestimmte Fehler nicht finden kann durch den Compiler. Gut, und dann ist die Frage vielleicht, wie kann man noch mit Ausnahmebehandlung umgehen und das macht jede Programmiersprache auch anders. Das sind jetzt so Eigenschaften, die sich sozusagen einfach aus der Unterschiedlichkeit von diesen Programmiersprachen ergeben, dass die eben manche Sachen haben, manche Sachen nicht haben. In der Praxis haben wir allerdings noch andere Kriterien, die irgendwie eine Rolle spielen. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn ihr in einem Startup seid und ihr schreibt irgendwie eine Software für eine andere Firma, dann kann es sein, dass die Programmiersprache vorgibt. Es kann sein, dass die sagt, ihr müsst in dieser Programmiersprache entwickeln, sonst kaufen wir das nicht, die Software. Es kann sein, dass es bestimmte Infrastruktur schon gibt. Das heißt, wenn es einfach schon ganz viel Java-Code zum Beispiel gibt, ganz viele Bibliotheken und die wollt ihr benutzen, dann ist es ungünstig, eine andere Programmiersprache zu nehmen, weil ihr dann nicht gut darauf zugreifen könnt. Dann kann es sein, man programmiert was und man weiß eigentlich ziemlich genau, dass das in einem Umfeld ist, was sich nur in eine Domäne bewegen wird. Ja, man macht zum Beispiel, schreibt Programme, die sich nur um chemische Reaktionen drehen oder sowas. Und dann kann es eben durchaus sein, dass es eine Programmiersprache gibt, wo man mit chemischen Reaktionen irgendwie besser rechnen kann oder damit irgendwie Sachen ausdrücken kann, die eben besser funktioniert als eine Sprache, die alles kann, die sozusagen alle Programme unterstützen möchte. Gut, dann ist es eine Frage und jetzt kommen wir langsam auch zu Sachen, wo man nicht einfach nur sagt, ja, das ist einfach so von Programmiersprachen. Natürlich haben die faktisch Unterschiede. Es gibt viele Sachen, die eigentlich eher aus Projektmanager-Sicht sind, auch im Software-Engineering, wo wir gucken müssen, lohnt sich irgendwas eigentlich? Kann ich das eigentlich umsetzen? Ja, wir hatten hier beim letzten Mal zum Beispiel das Spannungsdreieck dran, wo es um Engineering ging. Es ging um, wir wollen einfach was programmieren, aber natürlich haben wir eine gewisse Zeit, gewisse Kosten, die wir dabei ausgeben dürfen. Wir haben gewisse Ressourcen, die wir einsetzen können, wollen eine gewisse Qualität. Was nützt es mir, wenn ich sage, Rust ist eine tolle Sprache, die setzen wir jetzt ein, in einem Monat muss das aber fertig sein und keiner meiner Entwickler hat je Rust gesehen. Dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, ja? Sondern ich muss natürlich auch immer gucken, was können meine Entwickler und gerade sowas wie neue Programmiersprachen einführen, dass die sich damit auskennen, das braucht eben Zeit. Zeit, die wir euch auch geben wollen, ja, weil ihr eben auch nicht nur im dritten Semester Java lernt, sondern weil ihr eben dieses Semester ein bisschen Java lernt und im nächsten Semester ein bisschen mehr Java lernt.
Gut, Bibliotheken hatte ich schon von gesprochen, Werkzeuge, die es vielleicht gibt, ja, Compiler, die vielleicht besser sind oder schlechter sind, Compiler für neue Architekturen, ja, dann gibt es irgendwie neue Prozessorarchitektur und dann möchte ich natürlich auch auf dieser neuen Prozessorarchitektur meine Programme laufen lassen, dann brauche ich dafür einen Compiler und wenn das jetzt eine tote Sprache ist, für die seit 20 Jahren keine Werkzeuge mehr entwickelt wurden, dann habe ich ein Problem, ja? Dann muss ich selber was entwickeln. Gut, wie populär ist eigentlich eine Sprache? Und da sieht man auch immer mal wieder Unterschiede. Ja, es gibt immer irgendwie wieder jüngere Sprachen, die sich dann wieder durchsetzen, die populärer werden. Und die Frage ist aber eigentlich, wie ändert sich das auch in der Zukunft? Weil es nützt nichts, wenn ich jetzt sage, für unsere Fahrzeuge, ja, im Automobilbau setzen wir jetzt Python ein, weil unsere Entwickler wollen alle Python schreiben. Bei so einem Automobil muss ich gucken, das ist 30 Jahre vielleicht im Einsatz, das braucht 30 Jahre Sicherheitsupdates. Dann ist die Frage, gibt es in 30 Jahren eigentlich noch die gleiche Werkzeugunterstützung für Python, wie es die jetzt gibt? Und möchte ich damit dann noch Sicherheitsupdates für das Fahrzeug programmieren? Gut, und eine Sache, wo man da drauf gucken kann, es gibt so einen Index, einen Programming Community Index, wo anhand verschiedener Kriterien, ihr könnt da auch in den Folien dann draufklicken, wen das mehr interessiert, dann gerate oder gerankt wird, quasi welche Programmiersprache eigentlich wie beliebt ist oder gerade wie viel im Einsatz. Und dann können wir mal reingucken. Generell, wenn wir jetzt Java irgendwie sehen, dann waren wir irgendwie mal bei 25%. Das sieht jetzt eher ein bisschen niedriger aus. Allerdings ja, gab das da immer mal Höhen und Tiefen sozusagen in diesem Index. Man darf jetzt nicht jeden kleinen Ausschlag super sehen, sondern eher so die generellen Trends in diesen Kurven. Dann sehen wir irgendwie C, wo man vielleicht auch mal hätte an der Stelle hier meinen können, C ist tot. Ist es aber nicht. Ja? Also C eigentlich relativ unverändert seit vielen Jahren. Und wir sehen aber auch eine Reihe von Sprachen, die sozusagen etwas jünger sind. Gucken wir mal kurz, was wir hier noch sehen. JavaScript, was irgendwie hier mal so einen Hype hatte oder ähnliches, oder C++, was aber eher irgendwie auf dem absteigenden Ast vielleicht ist. Gut, warum ist das interessant? Naja, wenn eine Programmiersprache niemand benutzt, dann ist auch kein Markt da, Werkzeuge zu entwickeln und die Werkzeuge von vor 10 Jahren, die funktionieren vielleicht irgendwann nicht mehr, ja, weil ich eine neue Prozessorarchitektur zum Beispiel habe. Gut, und da kann man auch anders drauf gucken auf die Zahlen und gucken sozusagen, in welchem Jahr war welche Programmiersprache quasi auf welchem Platz dieser Popularität. Und die habe ich einfach mal vom Jahr 2020, die 10 Programmiersprachen, die am häufigsten oder auf den besten Plätzen sozusagen gelandet sind, habe ich hier mal abgedruckt. Und die unteren sind quasi noch mit aufgelistet, weil die mit zu diesen sehr verbreiteten Programmiersprachen gehörten oder eben mal irgendwann auf Platz 1 waren. Gut, und wir sehen also, da tut sich was über die Zeit. Es gibt aber auch Programmiersprachen, die relativ konsistent da sind. Es gibt aber auch eben immer wieder Programmiersprachen, die eben auch wieder sterben. Every great developer you know got there by solving problems they were unqualified to solve until they actually did it, hat Patrick McKenzie geschrieben oder gesagt. Und ich fand das eigentlich interessant, weil es darlegt, dass Programmieren lernen eigentlich daraus besteht, dass man irgendwas tut, was man nicht kann. Ja? Also man kann Programmieren lernen nicht lernen, indem man einfach ein Buch liest und danach kann man perfekt programmieren, sondern man muss probieren, irgendwas zu lösen, irgendwelche Probleme zu lösen, für die man noch nicht in der Lage ist. Ja? Und klar, an der Uni versuchen wir euch da quasi so die ersten Schritte irgendwie mitzugeben, aber es ist natürlich klar, dass wir sozusagen auch nicht 10 Jahre Entwicklung in der Praxis ersetzen können. Das heißt, natürlich wird auch viel von der Entwicklung, wo ihr Programmieren lernt und sowas, wird unter Umständen auch nach dem Studium noch passieren. Aber, und das ist die gute Nachricht, also wenn ihr jetzt der Meinung seid, beim Programmieren, das klappt irgendwie noch so gar nicht, ist das vielleicht ein Trost zu wissen, dass das eigentlich bei jedem so ist am Start. Gut, Bill Gates, das lasse ich euch allein lesen. Gut, und das ist ein interessantes Zitat. Ich weiß nicht, einige von euch wissen das vielleicht auch, es gibt so große Tech-Giganten wie Google, die stellen fast nur Personen ein, die programmieren können.
Dann könnte man sich fragen, warum stellen die jetzt nur Programmierer ein? Brauchen die nur Programmierer? Vielleicht brauchen die auch Leute, die auch was anderes machen in diesem Unternehmen. Aber tatsächlich geht es da auch darum, dass wenn man programmieren kann auf einem gewissen Level, dass man auch anders denkt, anders an Probleme rangeht, die es zu lösen gilt. Und das ist quasi auch eine gute Nachricht, wenn man eben programmieren lernt, dass es quasi auch verändern wird, wie ihr über Probleme nachdenkt. Und selbst wenn ihr später nicht in der Rolle seid, wo ihr programmiert, sondern eher Softwareprojekte leitet, könnt ihr trotzdem noch auf dieses Wissen zurückgreifen und werdet anders über Probleme nachdenken. Ja, und das ist quasi auch so eine Idee eben von solchen Tech-Giganten zu sagen, wir stellen gute Programmierer ein, weil nicht damit die alle weiter programmieren, sondern auch damit die über dieses Wissen der Problemlösung sozusagen Wissengrad erreicht haben. Gut, in dem Teil der Vorlesung ging es um so einen kleinen Überblick zu Programmiersprachen. Was sind so Kriterien, wie man Programmiersprachen wählt? Und das ist natürlich nicht vollständig, da gibt es natürlich viel mehr, aber das sollte so ein kleiner Überblick sein. Und was hat das auch mit der Popularität von Programmiersprachen zu tun? Da gibt es ein bisschen was zum Nachlesen. Im nächsten Teil werden wir besprechen, im zweiten Vorlesungsteil werden wir besprechen, was Programmierung eigentlich mit Lesen zu tun hat. Und werden sehen, dass es relativ viel mit Lesen zu tun hat. Jetzt haben wir eine praktische Aufgabe. Und zwar sollt ihr mal irgendeinen Taschenrechner, den ihr zur Verfügung habt, auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Rechner, starten und sollt da folgende Rechenaufgabe eingeben, 1 plus 2 mal 3. Und dann solltet ihr die Ergebnisse mit euren Nachbarn vergleichen und diskutieren. Und vielleicht kommen da unterschiedliche Ergebnisse raus, vielleicht auch nicht. Falls da keine unterschiedlichen Ergebnisse rauskommen, überlegt bitte trotzdem, warum da vielleicht was anderes rauskommen kann. Gut, und los geht's. Gut, dann lasst uns weitermachen. So, machen wir eine kleine Abstimmung. Ihr dürft sitzen bleiben. Ich habe euch ja gerade erst gebeten, irgendwie Laptops rauszuholen. Das wäre jetzt gemein, wenn ihr jetzt wieder aufstehen müsst. Wer hat dann 7 raus? Wer hat 9 als Ergebnis bekommen? Da gibt es ein paar. Wer hat 42 rausbekommen? Das war nur mal so interessehalber. Sonst noch andere Zahlen als 7 und 9? Gut, das war auch so etwa die Vermutung. Das ist auch so das, was so sich in den letzten Jahren gezeigt hat. Und ich kann euch das tatsächlich sogar zeigen am Beispiel vom Windows-Taschenrechner. Ich habe jetzt hier kein Windows mehr drauf, deswegen kann ich das nicht live vorführen. Aber ich meine, und das könnt ihr mal kurz bestätigen, ob das noch so ist, mit welchem Taschenrechner war das mit der 7? Windows. War der Windows-Taschenrechner? Noch ein anderer Taschenrechner, der 7 ausgespuckt hat? Ja? Was? Ach so, okay. Bei Apple auch. Dann könnte ich es wahrscheinlich sogar zeigen. Noch andere Taschenrechner? Die? Ja? Android, okay. Also, beim Windows-Taschenrechner ist das Interessante, dass hier 7 rauskommt und hier 9. Und das ist beides der Windows-Taschenrechner und der Windows 10. Und der Unterschied ist der Modus, den man angestellt hat. Also wissenschaftlich heißt, es wird richtig ausgerechnet und Standard heißt, es wird falsch ausgerechnet. Könnte man jetzt denken, tatsächlich ist es eine Frage der Perspektive, nämlich der Taschenrechner auf der rechten Seite, der funktioniert nach dem Prinzip, wie früher Taschenrechner funktioniert haben. Die hatten eine Zahl im Speicher, haben noch eine Zahl bekommen, eine Operation, haben beide zusammenaddiert, das nächste Ergebnis steht da. Was die jetzt leider irgendwann gemacht haben, ist bei diesem Taschenrechner die gesamte Formel anzuzeigen und keine Klammern zu setzen. Ja, wenn ich jetzt hier Klammern setzen würde, um... Das ist natürlich schade, weil dann kann ich den Rest meiner Vorlesung nicht mehr halten. Hier gab es gerade den Einwand, dass die Formel nicht mehr so dasteht. Es hat nur 5 Jahre gedauert, das zu beheben. Also 2019 habe ich das erste Mal gesehen. Bis vor einem halben Jahr war es auf jeden Fall noch so, dass genau diese Formel da stand. Danke auf jeden Fall für den Einwand. Hat sich also was getan. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich wollte ich jetzt motivieren, warum ich jetzt programmiert habe. Manchen wird das hier irgendwie bekannt vorkommen. Es gibt hier so einen Calculator. Gucken, ob ich den auch starten kann.
Gut, das Fenster ist jetzt wahrscheinlich irgendwo. Ach, schade. Aber ihr habt den Taschenrechner, ja? Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Also für die anderen nochmal, die das nicht hören konnten gerade, es tritt also auf manchen Windows 11 Rechnern noch auf und anderen nicht. Also das, ja, das Ergebnis hängt nicht davon ab, aber eben wie diese Formel angezeigt wird. Ne? Gut, ich sehe gerade, das geht nicht, aber ihr habt das vielleicht schon gesehen oder ihr seht das dann auch noch. Es gibt da so einen kleinen Taschenrechner und das ist eine super fancy GUI, die schon ganz viel kann. Die hat nämlich einen Button, um Zahlen zu addieren. Und ein Textfeld, um Zahlen einzugeben. Das ist alles das, was das kann. Aber die Idee war eben, dass wir einen besseren Taschenrechner schreiben, als die, die es da gibt. Und das sollt ihr im Praktikum machen. Und wir gucken gleich nochmal ein bisschen auf den Quelltext drauf, nach dem nächsten Teil der Vorlesung. Gibt es noch Fragen oder Kommentare? Gut, dann würden wir jetzt weitermachen. Und zwar Coding Conventions auf Englisch oder zu Deutsch Programmierrichtlinien. Dazu erstmal zwei Zitate. Also der Stil, in dem wir programmieren, der ist eigentlich ähnlich wie beim Schreiben von literarischen Texten oder Ähnlichem ist der wichtig. Warum ist der wichtig? Weil man die Texte, die literarischen Texte dann vielleicht netter lesen kann oder weil sie ansprechender sind. Und hier bei uns ist es, dass wir die auch besser lesen können, dass wir die besser verstehen können, die Programme. So, und hier möchte ich nochmal ein kleines bisschen mehr ausholen. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass Programmieren oder Programmieren lernen hilft, über Probleme nachzudenken, Problemlösung. Das ist quasi einfach, was mit eurem Gehirn macht, dass ihr anders über Probleme nachdenkt. Und ein Teil von dieser Problemlösung ist, dass ihr Namen dazu im Kopf habt, dass ihr Abstraktionen im Kopf habt. Und dass für euch funktioniert es besser, ein Programm zu verstehen oder zu schreiben, wenn ihr diese Abstraktionen, die ihr im Kopf habt, diese Namen auch benutzt in dem Quelltext. Und nicht man bei jeder Variable erstmal überlegen muss, was ist denn jetzt i, was ist j, was ist a, was ist b, sondern wir versuchen quasi bessere, sprechendere Namen zu haben, die näher dran sind an unserem Denken, an unserem Problemlösen. Gut, das heißt, hier ist eben auch wichtig, wir wollen kommunizieren und wir programmieren nicht nur für die Maschine, damit das die Maschine versteht, sondern wir programmieren auch, damit andere das lesen. Und das ist auch ein Grund, warum wir nicht sagen, im Praktikum, hier schreibt einfach jeder seins, sondern ihr sollt ein paar programmieren, ihr sollt das immer mit berücksichtigen, dass wenn der eine was schreibt, dass das der andere auch lesen und verstehen können soll. Ne? Dass ihr immer schon zu zweit drüber nachdenkt. Gut, da geht es zunächst um Codeformatierung. Und zwar, Code wird, und da gibt es viele Statistiken zu, wird viel öfter gelesen als geschrieben. Also wenn so ein Hacker irgendwo im Fernsehen gezeigt wird, ja, da hatte man grüne Schrift auf dunklem Bildschirm, hat eine Kapuze auf, sitzt im Dunkeln. Aber insbesondere tippt er gerade. Das ist völlig unrealistisch, weil den Großteil der Zeit sitzt er da und liest nur was auf dem Bildschirm. Ja? Wir müssen beim Programmieren, verbringen wir mehr Zeit damit, Quelltext zu verstehen, der da ist, als dass wir neuen Quelltext produzieren. Das wird übrigens wahrscheinlich sogar noch mehr, weil wenn wir anfangen, Quelltext mit ChatGPT und Ähnlichem zu generieren, dann ist ja noch mehr generierter Quelltext da, den ich auch noch erstmal verstehen muss, um zu gucken, ob der eigentlich das Richtige macht. Tatsächlich, was wir jetzt vermeiden wollen, ist, dass jeder Programmierer da seine eigene Handschrift reinbringt und ich immer erstmal eine Hürde habe, das zu verstehen, weil es jeder ein bisschen anders schreibt. Und das Grundlegendste ist natürlich, dass sich alle auf eine Sprache einigen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie einen Begriff benutze wie Bike und der andere nennt es Fahrrad, dann hat wahrscheinlich jemand, der in das gleiche Softwareprojekt kommt und aber kein Deutsch spricht, kann mit Fahrrad dann nichts anfangen, aber mit Bike. Ja, und da ist eben, da hat es eben eingebürgert, so ähnlich wie auch eben die Folien hier auf Englisch sind, dass man bei der Programmierung alles nur auf Englisch benennt.
Das sollte man tunlichst tun, wenn man irgendwann das Projekt mal international benutzt wird oder jemand dazustößt, der eben vielleicht kein Deutsch kann oder andere Sprachen. Ja. Ja, und das ist ganz großartig, also für die, die es hinten nicht hören konnten. Wenn Deutschland Software beauftragt, dann schreibt Deutschland manchmal in die Anforderungen rein, dass die Variablennamen alle auf Deutsch sein müssen. Und das ist natürlich super unpraktisch, wenn wir gucken, dass wir eben Teams haben, die divers sind, die vielleicht teilweise eben kein Deutsch können. Sollte man auf jeden Fall irgendwie vermeiden und vielleicht kriegen wir auch irgendwie die Auftraggeber dazu, das mal irgendwann anders zu machen. Können wir später nochmal drüber sprechen. Gut, ansonsten gibt es eine Reihe von Regeln zur Codeformatierung. Zum Beispiel, dass es typisch ist, dass man, wenn es ein neues Level gibt, zum Beispiel, ich habe eine Schleife, dass ich alles, was in der Schleife ist, einrücke, oder ich habe eine Methode oder ich habe eine Klasse, dass ich alles einrücke und dass diese Einrückung immer gleich ist. Ja, zum Beispiel vier Character. Was man auch machen kann, ist ein Tab und jeder kann in seinem Editor einstellen, was ein Tab bedeutet, ob das eben vier Character sind, also vier Leerzeichen. Dann ist die Frage nach der Länge von Linien. Ja, jeder hat einen unterschiedlich großen Monitor und deswegen sollte man sich aber trotzdem darauf einigen, wie lang so eine Linie typischerweise ist. Und da hat sich eben eingebürgert, dass man eben nur 80 oder 100 Character nutzt und eben nicht beliebig lange die, nicht versucht sozusagen das ganze Programm in eine Zeile zu bekommen, auch wenn das immer toll klingt, ja, dass es ein One-Liner ist oder das Programm relativ simpel sein soll. Aber tatsächlich fürs Lesen ist es vielleicht ungünstig. Gut, dann gibt es noch extra Indentation, also extra Einrückung. Was bedeutet das? Das bedeutet, manchmal haben wir eine Zeile, die wäre zu lang, die muss also eingerückt werden. Und dann nimmt man nicht die Standardeinrückung, sondern man nimmt eine doppelt so hohe Einrückung typischerweise. Ja, damit ich einfach unterscheiden kann, ob eine Zeile jetzt, weil sie zu lang war, umgebrochen ist oder ob es sich wirklich um eine Einrückung handelt, wie sie eben von der Programmiersprache kommt. Und dann gibt es eben manche Programmiersprachen, die sogar die Einrückung mit benutzen und mit einbeziehen die Syntax. Gut, und was eben auch typischerweise genutzt wird, ist, dass man eben Leerzeilen hat zwischen Methoden und Attributen. Gut, was ist jetzt in der Praxis? In der Praxis heißt es nicht, dass wir das alles manuell machen müssen, dass wir uns überall bei jedem kleinen Leerzeichen irgendwie selbst drum kümmern müssen. Dafür gibt es Werkzeuge. Ja, es gibt Auto-Formatter, die kann ich drüber laufen lassen über einen Quelltext und die können vieles von dem, was man eben händisch dann machen würde, können die automatisieren. Das kann man zum Beispiel so einrichten, dass man das immer über einen Menüeintrag machen muss, das zeige ich gleich mal noch. Man kann es eigentlich auch so einrichten, dass immer, wenn ich auf Speichern gehe, diese Formatierung angewendet wird und das dann immer gleich formatiert ist. Jetzt ist es so, dass das ein bisschen von der Programmiersprache abhängt. Das heißt, für eine gewisse Programmiersprache gibt es dann meist gewisse Regeln, wie das formatiert werden sollte. Und ja, diese Regeln, da gibt es eben typische Regeln, man kann diese Regeln auch anpassen, kann sich eigene Regeln überlegen, aber je mehr man da sich eigene Regeln überlegt, desto weiter ist man eben weg von dem, was ein typischer Programmierer oder jemand, der in dieser Sprache schon gewohnt ist zu programmieren, was der eben schon kennt und gesehen hat. Das heißt, da sollte man ein bisschen mit aufpassen und das vielleicht nur in Ausnahmefällen nutzen. Gut, jetzt haben wir schon vorhin über Namen gesprochen. Namen sind wichtig, ja, weil beim Quelltext, wenn wir den Großteil der Zeit, ich glaube, es sind so grob 80% der Zeit, kommt natürlich immer auf den Anwendungsfall an, verbringen wir damit, Quelltext zu verstehen und nicht zu schreiben. Dann ist natürlich die Frage, wenn ich bei jeder Variable überlegen muss, was die eigentlich bedeutet, ist es schlecht. Das heißt, sowas wie in einzelnen Buchstaben für einen Variablenamen wollen wir eigentlich vermeiden. Es gibt immer auch Ausnahmen, ja, dass man vielleicht sagt, bei einer Zählvariable ist I und J einfach so üblich, dann wissen die Leute auch, was mit dem meint ist. Aber wenn ich jetzt irgendeine andere Variable plötzlich I oder J nenne, die eigentlich was anderes ist und keine C-Variable, dann wäre es vielleicht schlecht. Sehr lange Namen sind natürlich ein Problem, aber auch zu kurze Namen. Das heißt, man muss eben überlegen, was braucht der Entwickler eigentlich, der das verstehen möchte? Was braucht er jetzt an der Hand? Was muss der an Begriffen dastehen haben, um zu wissen, was hier gemeint ist? Gut, kennt jemand die Programmiersprache? Ich glaube, Brainfuck heißt die.
schon mal gesehen, okay, ein paar Hände gab es. Da ist es tatsächlich so, dass Namen nur aus Sonderzeichen bestehen dürfen, aber die Programme kann man eben auch nicht lesen, oder das ist quasi so ein bisschen Sinn und Zweck von dieser Programmiersprache. In den meisten anderen Sprachen sollte man irgendwelche Sonderzeichen in Namen typischerweise vermeiden. Teilweise werden sie sogar verboten in Namen. Gut, Synonyme sollte man irgendwie vermeiden. Ja? Also wenn jetzt ihr habt ein Programm und ihr seht es, ihr könnt gerne verschiedene Programme vergleichen. Da gibt es ein Menü und da steht manchmal Delete und manchmal Remove und manchmal Clear. Und eigentlich meinen die Sachen vielleicht das Gleiche. Dann wollt ihr einerseits für den Nutzer das immer gleich nennen, ja? Dann immer Delete nennen oder immer Remove nennen. Und andererseits auch im Quelltext nicht jedes Mal was anderes nennen, weil man jedes Mal überlegen muss, ist das jetzt was anderes, weil das eine Delete ist und das andere Remove ist clear was anderes als Delete und Remove. Das heißt, man will da Synonyme vermeiden. Gut, und Abkürzungen sind auch schwierig. Das ist tatsächlich so, wenn ihr jetzt in irgendeine Firma kommt, sei es als Werkstudent oder auch später da anfangt, dann werdet ihr merken, die ersten Jahre habt ihr nur damit zu tun, neue Abkürzungen zu lernen. Ne? Weil die Kollegen, wo ihr da in das neue Umfeld kommt, die werden ganz viele Abkürzungen benutzen, wo ihr überhaupt nicht wisst, was das ist. Das hat bei denen natürlich auch seinen Sinn, weil Abkürzungen, die die häufig benutzen, die helfen denen natürlich auch. Aber wenn ihr jetzt viele Abkürzungen in eurem Code benutzt, die keiner kennt, die die potenziellen Leser von eurem Code nicht kennen, dann haben die auch ein Problem, ja, überhaupt herauszufinden, was es ist. Und ich rede jetzt hier nicht von der Abkürzung URL, ja, wo die Abkürzungen mehr kennen als die Personen, die, wenn ich das jetzt ausschreiben würde, würden es weniger Leute verstehen. Dann ist es natürlich gut, die Abkürzungen auch zu nehmen, aber nicht irgendwelche Abkürzungen, die nicht sehr verbreitet sind. Gut, und jetzt gibt es eine Reihe von Regeln, die euch helfen sollen. Ja, das andere sind so ein bisschen Anti-Patterns, was man eben nicht machen will bei Namen. Aber das hilft mir ja noch nicht, wie ich jetzt konkret den Namen gestalten soll. Ja, das hilft nur so ein bisschen und dafür gibt es konkrete Regeln. Zum Beispiel, das sind jetzt alles Beispiele für Java, das ist bei manchen Programmiersprachen dann anders, allerdings gibt es viele, bei denen es dann ähnlich ist. Zum Beispiel benutzen wir für Klassennamen großgeschriebene Begriffe, also Nomen. Bei Attributnamen würden wir quasi auch Nomen benutzen, allerdings wir schreiben die klein, also wir unterscheiden eben Attribute und Klassen durch den Anfangsbuchstaben. Und für Methoden, also für Sachen, die irgendwie passieren sollen, benutzen wir eben Verben, weil die ja schon andeuten, dass irgendwas passiert. Zum Beispiel sortieren, wenn ich eine Sortiermethode habe, wenn die dann irgendwas mit Sort heißt, Sort Array. Hier haben wir andere Beispiele wie getCalculator, also ich kriege irgendwie vielleicht ein Objekt, evaluate, da soll irgendwas ausgerechnet werden oder ähnliches. Oder hasChildren, um herauszufinden, ob eine Methode oder ob ein Element Kinder hat. Gut, jetzt haben wir da drei verschiedene Notationen. CamelCase-Notation für eben Klassen, Attribute, Methoden, lokale Variablen, Parameter. UpperCase-Notation für Konstanten. Das ist tatsächlich ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir kommen auch gleich nochmal drauf bei den Werkzeugen. Die Programmierung, als quasi manche dieser Regeln gemacht wurden, waren die Werkzeugunterstützung noch relativ schlecht. Und dann wollte ich zumindest mal an einem Variablennamen erkennen, ob ich dem was zuweisen darf, einen Wert, ja oder nein. Und deswegen hat man sich überlegt, dass man bei Konstanten immer große Buchstaben nimmt. Das hat sich aber inzwischen so eingebürgert, dass man das auch noch jetzt nimmt, wo man einfach mit der Maus über eine Variable gehen kann und dann steht da, die ist als final deklariert, die darf nicht mehr überschrieben werden. Ja, teilweise sehen wir das auch durch verschiedene Farben der IDE, sehen wir gleich nochmal. Gut, und dann gibt es Package-Namen, was das genau ist, gucken wir uns noch später an, aber da nutzen wir eben die Lowercase-Notation, wo wir einfach alle Worte hintereinander wegschreiben. Gut. Und das ist ein Zitat, lass mich mal erst noch weitermachen. Okay, da gab es noch eine Frage. Da fehlt mir noch ein wichtiges, und das ist für interne Variablen statt immer einen Unterstrich. Genau, also hier gab es jetzt gerade noch einen Einwand, dass wir, wenn wir Variablen benutzen, die lokal sind, ja, wir kommen noch ein bisschen mehr auf Methoden und Ähnliches zu sprechen, dass man die vielleicht mit einem Unterstrich anfängt. Allerdings ist das nicht zwingend einheitlich. Also selbst für Java wird man Programme finden, bei denen das mal so ist und mal so. Ist eine Sache, aber hier geht es eben um Konventionen.
Und das ist ein bisschen abhängig auch von der Programmiersprache. Und wichtiger für ein Projekt ist, dass es einheitlich ist in einem Softwareprojekt, als dass wir eine ganz konkrete Regel haben. Was wir hier vermitteln, sind quasi so die Sachen, die ihr viel in der Praxis sehen werdet. Ihr werdet kaum ein Java-Projekt finden, wo diese Sachen grundlegend nicht benutzt werden, ja, als Regeln. Gut, ganz kurz zu dem Zitat. Also das ist jetzt natürlich sehr überspitzt, aber so nach dem Motto, also jeder kann irgendwie ein Programm schreiben, was der Compiler mag, aber wenn wir ein Programm schreiben wollen, was auch andere gut verstehen können, dann ist das eine große Herausforderung. Und das zeigt quasi, es sind nicht einfach so ein paar kleine Regeln, die ich anwende und dann kann man das Programm gut verstehen, sondern das ist ein Prozess, den ihr lernen müsst beim Programmieren, dass ihr eben Programme schreibt, die man auch gut lesen kann, die andere auch gut verstehen können. Gut, und das Zitat erkläre ich nicht. Gut, Code-Dokumentation. Also erstmal ist die Frage, steht das Programm vielleicht schon für sich oder muss ich vielleicht irgendwie was dokumentieren? Und wenn ich irgendwie was dokumentieren muss, dann ist es auf jeden Fall besser, wenn ich das im Quelltext tue, als wenn das irgendwo ein separates Dokument ist. Ja, weil wenn das einfach schon in einer anderen Datei liegt, dann ändere ich irgendwas an dem Source-Code und ich passe die Dokumentation nicht gleich mit an. Das heißt, man versucht eigentlich, den Großteil der Dokumentation, der für andere Programmierer gedacht ist, die Dokumentation, ja, also nicht die für Endanwender von der Software, ja, also das Manual, was ich vielleicht bei, oder was jetzt digital dann heute als PDF auf einem Fahrzeug ist, im Infotainment eingesehen werden kann. Es geht nicht um die Dokumentation, sondern Dokumentation für andere Programmierer, die da weiterentwickeln. Die möchte man also möglichst im Source Code haben und nicht in externen Dokumenten. Die sollte auch möglichst parallel zum Code geschrieben werden, weil es nicht funktioniert, einfach zu sagen, na, ich programmiere das jetzt 3 Monate lang runter und danach schreibe ich 1 Monat die Dokumentation, weil der Projektleiter wird sagen oder der Chef wird sagen, na, wenn das Ding funktioniert, dann liefern wir das jetzt aus, ne? Also der Kunde wartet da drauf. Mit jeder Woche weiter müssen wir irgendwie mehr Strafe bezahlen, weil wir es zu spät liefern, dann gibt es natürlich keine Dokumentation. Und das ist vielleicht kein Problem in dem Moment, aber es ist ein Problem, wenn ihr diese Software noch 10 Jahre weiterentwickeln wollt. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit, und das müsst ihr als Programmierer durchsetzen, ja, da wird kein Manager auf euch zukommen und sagen, hier, du schreibst aber mal bessere Dokumentation, sondern ihr müsst für euch gucken, was braucht ihr, damit ihr diese Software vielleicht noch 5 oder 10 Jahre weiterentwickeln könnt oder damit ihr diese Software vielleicht, wenn es zu einem Problem kommt, innerhalb von 5 Minuten beheben könnt oder von 1 Stunde und nicht in 2 Wochen. Gut, es gibt also Möglichkeiten, wie man aus dem Quelltext dann irgendwas generieren kann. Es gibt zum Beispiel JavaDoc, dann kann man Webseiten generieren, die kann man dann anderen auch zeigen oder besser navigieren. Tatsächlich ist vieles inzwischen in der IDE integriert. Diese JavaDoc-Kommentare, die sieht man zum Beispiel auch, wenn man mit der Maus über irgendwelche Sachen geht. Das wird benutzt, um festzulegen, was Klassen oder Methoden machen. Jetzt ist so ein bisschen auch noch die Frage, wann schreibt man Kommentare? Und was ganz wichtig ist, ist, wenn man irgendwas umsetzt, wo man sagt, das ist jetzt eigentlich nicht die richtige Lösung, aber es geht gerade nicht besser, deswegen mache ich das jetzt so. Ja, zum Beispiel, weil man unter Zeitdruck ist, ja, weil man feststellt, okay, Log4j hat ein Problem, ich muss das jetzt irgendwie deaktivieren, ich muss das jetzt schnell deaktivieren, dann kann es vielleicht sein, dass ich irgendwo einen Hack einbaue, dass ich irgendwas Bestimmtes einbaue, damit es erstmal schnell geht. Aber das später vielleicht noch beheben sollte oder wenn jemand anders drauf guckt, damit die Person dann erkennt, aha, hier ist wirklich ein Hack passiert, hier sollte vielleicht noch was geändert werden oder deswegen, aus diesen Gründen, wurde das vielleicht nicht besser gelöst. Das ist ganz wichtig, das zu dokumentieren, zum Beispiel mit einem To-Do-Tag im Code. Gut, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist, und da sind 2 Sachen, eine steht schon auf der Folie, dass wir einfach nur den Code nochmal wiedergeben und dem Nutzer erklären. Weil wo wir von ausgehen können, ist, dass der Nutzer quasi den Code lesen kann. Dem muss man nicht erklären, was ein Plus macht oder was ein Semikolon bedeutet in der Programmiersprache. Das weiß die Person. Was wir dem allerdings erklären müssen, ist, was muss ich vielleicht einer Methode geben? Darf ich einer Sortiermethode ein leeres Array übergeben? Oder erwartet die immer, dass es mindestens 1 oder 2 Elemente gibt? Darf ich der Methode null übergeben, ja oder nein? Das sind Sachen, die muss ich irgendwie vermitteln und die kriege ich nicht alle in diesem Namen unter. Ja? In dem Namen steht Sort Array, aber da steht nicht Sort Array that
should not be null and should contain at least two elements. Ja? Solche langen Namen, sprechende Namen wollen wir auch nicht haben. Und das sind Fälle, wo es sinnvoll ist, was zu dokumentieren. Ein anderer Fall, wo es auch nicht sinnvoll ist, ist einfach alle alten Versionen von dem Quelltext, die man geschrieben hat, noch auskommentiert mit drinstehen zu lassen. Da sprechen wir aber nächste Woche drüber, wie wir das besser machen können. Gut, ich muss bei dem Zitat irgendwie ans Känguru denken, an die Känguru-Chroniken. Ist ein schöner Vergleich, ja, weil Bartputzen muss man halt tun und Code kommentieren sollte man eben auch tun, aus einem ähnlichen Grund. So, und das ist ein Zitat, das wird uns noch in späteren Vorlesungen ein bisschen weitertreiben, und zwar immer, wenn man überlegt, hier wäre es eigentlich gut, einen Kommentar zu schreiben. Ja, ich habe da irgendwie einen Algorithmus und der passt vielleicht gar nicht mehr auf meine Bildschirmseite. Das sind irgendwie zwei Bildschirmseiten, der ist ziemlich lang. Und dann kann man auf die Idee kommen zu sagen, naja, so alle 3 bis 5 Zeilen in dem Code schreibe ich irgendwie einen Kommentar dran und sage, das und das passiert jetzt. Da ist man aber inzwischen eher der Meinung, naja, dann sollte man den Code umschreiben, sodass es klarer wird. Ja, wir sollten kleinere Methoden haben. Das heißt, man sollte eigentlich immer, wenn man meint, hier brauchst du einen Kommentar, sollte man eigentlich drüber nachdenken, kann ich nicht auch den Code umschreiben, weil das wäre besser, als den Kommentar zu schreiben. Gut, also in dem Teil ging es um sogenannte Programmierrichtlinien oder Englisch Coding Conventions. Da gibt es viele Spielarten von, viele Sachen. Und das Interessante ist, das alles beeinflusst nicht, ob das Programm heute funktioniert. Ja, das Programm kann heute richtig funktionieren, hat super Qualität, hat keine Fehler, aber es hilft mir sehr wahrscheinlich, wenn ich in Zukunft was an diesem Programm machen muss, wenn ich das weiterentwickeln muss. Und das ist tatsächlich auch schon so die erste Lesson für euch. Wir haben euch nämlich einen Taschenrechner gegeben, der vielleicht noch nicht so ganz optimal ist. Ihr sollt aber das ganze Semester damit arbeiten, also sollt ihr den Taschenrechner erstmal aufräumen und erstmal gut machen, weil ihr müsst damit arbeiten. Ihr müsst daran weiterentwickeln und da neue Sachen rein implementieren. Gut, jetzt machen wir eine kleine Diskussionsrunde, wieder kleine Gruppen, 2 bis 3 Studierende. Wer jetzt noch allein sitzt, setzt euch gerne irgendwie zusammen, dass ihr das mitmachen könnt. Und ihr sollt 2 Fragen diskutieren. Das eine ist, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn jeder Programmierer seine Lieblings-Coding-Conventions einsetzt? Und das andere ist, würde es helfen, wenn man als Kompromiss sagt, naja, für jede Datei, die ich irgendwie habe, lege ich eine eigene Konvention fest. Gut, das könnt ihr jetzt diskutieren und wie immer, wenn Fragen sind, wir sind da, einfach melden, können wir mitdiskutieren. Dann würden wir jetzt weitermachen. Gut, also die Idee von Konventionen ist natürlich, dass man sich irgendwo einigt. Ja? Und ich meine, der Worst Case wäre jetzt, jeder Programmierer macht einfach sein Ding, ja? Und jeder hat also seine Handschrift in dem Programm. Warum ist das ein Problem? Naja, es wird nicht so sein, dass jeder Programmierer seine eigenen Dateien haben kann, in denen er tun und lassen kann oder sie, was sie oder er möchte. Sondern das Problem ist, dass man natürlich auch an Code was machen muss oder den ändern muss, den lesen muss, den andere geschrieben haben. Und das Schöne bei einer Konvention ist, dass man das eben nicht rauslesen würde, wer jetzt irgendwelche Teile geschrieben hat und dass man eben nicht noch zusätzliche Hürden hat, damit wie der Code präsentiert ist, wenn das alle versuchen, einheitlich zu machen. Und wenn wir jetzt überlegen, ob das vielleicht eine Lösung ist, dass man nicht sagt, jeder Entwickler macht das, was er will, sondern für gewisse Dateien oder für gewisse Ordner legen wir das fest, dann haben wir aber trotzdem noch den Aufwand, uns überhaupt erstmal auf Coding Conventions festzulegen. Und ich würde sagen, je kleiner das Projekt ist, desto eher würde ich sagen, dann sollte man einfach bei den Standard Coding Conventions bleiben, die Programmiersprache hatte. Und das gibt es, teilweise sind die in Tools gegossen, kann ich gleich mal noch zeigen.
sodass ihr es gar nicht so viel überlegen müsst. Wenn man ein größeres Projekt hat, stellt man vielleicht fest, für das Projekt ist das und das nicht so gut und dann kann man da auch was konfigurieren und was umändern, aber dann sollte man es eben fürs ganze Projekt machen, nicht für einzelne Dateien. Gut, jetzt kann ich euch ganz stolz meinen Taschenrechner zeigen. Das ist er. Man sieht, ja, gut, dass ihr was sagt. Gleich kann ich euch den ganz stolz zeigen. Ja, ich bin da, ich warte. Spannung, Trommelwirbel, da ist er, mein Taschenrechner. Bin ganz stolz. Also, 1 plus 2 plus 3, so. Ja, ich kann jetzt mit dem rechnen. Und was quasi passiert ist, der hatte mal nur einen Wert, den er sich irgendwie merkt. Und der zeigt hier unten so eine Formel an. Und weiter bin ich jetzt noch nicht gekommen, aber den Rest kann man vielleicht noch machen, ja? Eine Multiplikation oder dass man hier eine komplexere Formel anzeigt und nicht mehr bloß die letzten zwei Werte, ja? So wie wir das in den anderen Taschenrechnern gesehen haben. Dann muss man allerdings wieder aufpassen, muss man vielleicht noch Klammern anzeigen oder ähnliches. Gut, jetzt ist aber so, jetzt kann man sagen, jetzt nehmen wir mal an, der Taschenrechner funktioniert schon gut, ja? Oder wir sind jetzt mit dem zufrieden, was er schon kann. Dann können wir eigentlich trotzdem in den Taschenrechner reingucken und stellen vielleicht fest, das sieht aber komisch aus. Hier sieht vielleicht auch irgendwas komisch aus. Hier gibt es überhaupt keine Leerzeilen, die vielleicht andere haben. Hier ist irgendwie, hat eine Klasse vielleicht einen Namen, den man eigentlich so nicht nehmen sollte, ja, weil die Leute dann irgendwie denken, das ist eine Konstante. Also hier gibt es verschiedene Sachen, die ja irgendwie drin sind in dem Code. Und eine Sache, was relativ bequem geht in der IDE, ist zu sagen, formatieren wir den Code erstmal richtig. Ja? Weil hier sind irgendwelche Zeilenumbrüche ganz wild, die Einrückung ist ganz wild. Ich kann die Struktur von dieser Klasse gar nicht sinnvoll erkennen. Und was man dazu machen kann, ist, den Code formatieren zu lassen. Ich kann also hier draufgehen auf Source, Format. Und jetzt wird er schön angeordnet. So, das heißt, das ist nicht zwingend was, wo ich jetzt irgendwie großhändischen Aufwand haben muss, sondern das ist einmal, ja, irgendwann hat man die Tastenkombination sogar auswendig, dann schreibt man den Code, editiert und dann drückt man diese Tastenkombination. Man kann es in den meisten IDEs, in Eclipse auch, so einstellen, dass das sogar immer automatisch passiert, wenn ich auf Speichern drücke. Ja, muss man ein bisschen aufpassen, weil das manchmal vielleicht auch, wenn dann jeder eine andere Formatierung hat, weil man da vielleicht Sachen immer hin und her ändert oder sowas. Da muss man ein bisschen das mit Vorsicht genießen. So, was wir ansonsten auch schon sehen, ist, dass wir, hier steht nicht einfach bloß der Quelltext, sondern der ist ein bisschen farbig. Das können eben IDEs, ja, die können die Semantik verstehen und die erkennen eben, dass das hier ein Feld ist und Felder sind eben blau. Ja, und deswegen gibt es, ja, vorhin war der Vorschlag, dass es eine Konvention auch gibt, die sagt, eine Variable sollte mit einem Unterstrich anfangen. Ja, das könnte ich also hier jetzt machen. Und ist eigentlich die Frage, ob es notwendig ist, weil ich eben lokale Variablen allein von der Farbe in der IDE schon unterscheiden kann von den anderen. Ja, und dann muss ich eben bloß immer Sys davor schreiben. Gut, jetzt habt ihr gerade gesehen, ich habe das hier umbenannt. Aber das war etwas primitiv, wie ich das umbenannt habe. Ich habe nämlich selbst geguckt, welche Vorkommen gibt es davon. Ja, ich will das jetzt wieder zurück umbenennen. Da muss ich ja alle Vorkommen wieder durchgucken. Was ich machen kann, ist die einfach umbenennen lassen. Und zwar gehe ich auf Refactor, Rename oder drücke eben den irgendeinen Shortcut in meiner IDE. Das mache ich jetzt mal explizit nicht, damit ihr immer seht, wo man das im Menü findet. Und ihr seht, ich habe das an der einen Stelle geändert, da öffnet sich so ein kleines Fenster, in dem kann ich irgendwie diese Änderung machen und an allen Stellen wird das umbenannt. Das sieht man vielleicht noch nicht, warum das jetzt irgendwie sinnvoll ist, weil das waren gerade zwei Zeilen und die standen direkt beieinander. Aber es ist natürlich denkbar, dass ihr 200.000 Zeilen Code habt oder eine Million und es gibt davon 15 Vorkommen und ihr müsst überall durchgucken. Gut, also das wäre das Umbenennen. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist, wenn man jetzt irgendwie Quelltext schreibt, dass man als IDE-Support auch hat, dass man irgendwie einen Content Assist hat. Das heißt, ich sehe hier jetzt, ich drücke bloß den Punkt und dann sehe ich, was ich hier alles aufrufen kann. Und interessanterweise wird das, was ich jetzt hier sogar aufrufen möchte an der Stelle, wird sogar als erstes angezeigt. Ja, die IDEs sind da in den letzten 10 Jahren deutlich besser geworden, die Sachen,
die an der Stelle theoretisch kommen könnten, so zu sortieren, dass die Sachen, die ich sehr wahrscheinlich brauche, eben auch eher weiter oben kommen, wo teilweise auch Code-Assists, die mit AI arbeiten, benutzt werden. Gut. Korrigieren wir das mal wieder. Das natürlich auch. Ne? Also sobald ich hier irgendwas tippe, was vielleicht jetzt noch nicht richtig ist, kann ich hier eine IDE mir angucken, was hier das Problem ist und teilweise sogar das beheben lassen automatisch, dass ich jetzt hier sage, muss bloß nur den Button drücken und dann wird schon erkannt, welche Variable ich hier gemeint haben könnte. Gut, was auch noch interessant ist, ist, dass wir quasi mit den IDEs, und das kann eben ein normaler Texteditor nicht, ja, also viele von den Sachen, die ich gerade erzählt habe, kann ein normaler Texteditor nicht, aber was da auch noch ganz nett ist, ist, dass wir uns quasi, wann immer wir mit der Maus irgendwo drüber gehen, noch Sachen anzeigen lassen können. Und jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, wir wollen die Dokumentation vom Quelltext immer möglichst im Code schreiben. Das ist hier auch tatsächlich passiert, also die Klasse String wurde dokumentiert und der Quelltext, der oder die Dokumentation, die da steht, die wird mir jetzt hier angezeigt. Ja, das heißt, ich muss nicht mehr irgendwo hinspringen, um irgendwas zu verstehen, sondern gerade bei Methodenaufrufen kann ich eben gucken, was macht diese Methode zum Beispiel in bestimmten Fällen, wann sollte ich die vielleicht nicht aufrufen, wann gibt es Probleme und dann sehe ich quasi, oder welche Exceptions werden vielleicht in welchen Fällen geworfen von dieser Methode. Ja, ich sehe quasi die Dokumentation direkt im Code. Das funktioniert relativ gut für die Standardklassen. Wie gut das funktioniert für eure eigenen Methoden und Klassen, hängt von euch ab, wie gute Dokumentation ihr schreibt. Ja? Und je größer das Projekt ist, desto mehr solche Dokumentationen braucht man auf jeden Fall. Gut, manchmal möchte man auch zu einer bestimmten Stelle springen. Ich rufe jetzt mal noch eine andere Klasse auf hier, wo das vielleicht interessanter ist. Ich finde hier zum Beispiel irgendwo eine Addition. Und jetzt habe ich hier eine Klasse und ihr seht schon, ja, hier wird mir jetzt keine Dokumentation angezeigt, weil hier keine Dokumentation geschrieben ist in dem Code. Die würde jetzt quasi hier angezeigt werden, wenn es welche geben würde. Aber ich kann da auch hinspringen. Und zwar drücke ich jetzt gerade hier Command, auf den meisten Rechnern ist das die Control-Taste. Und wenn man das drückt und mit der Maus rübergeht, dann öffnet sich so ein kleines Menü. Und das ist eine einfache Navigationsmöglichkeit. Ich kann nämlich dahin springen, wo das deklariert wurde. Da gibt es auch noch mehr Sachen, die braucht ihr jetzt erstmal vielleicht nicht. Aber insbesondere kann ich dahin springen, wo diese Variable, wo diese Klasse, die ich da gerade anklicke, wo die eigentlich steht. Und damit kann man ganz gut navigieren in dem Quelltext und kann gucken, wer ruft eigentlich wen auf und wo kann ich eigentlich hinspringen. Gut, das waren jetzt so ein paar Sachen, die ich euch zeigen wollte. Natürlich gibt es noch mehr in den IDEs, aber das sollte einfach so ein bisschen zeigen, worüber wir jetzt im letzten Teil der Vorlesung noch sprechen wollen, nämlich um Werkzeugunterstützung. Und wir wollen, dass ihr am Ende vom Praktikum Software Engineering, dass ihr auch da seid, dass ihr zumindest mal die Sachen, die ich jetzt gezeigt habe, aber vielleicht auch noch ein paar mehr Sachen in der IDE auch benutzt, dass ihr die einsetzt, dass ihr guckt, werdet ihr damit vielleicht auch produktiver? Und gerade so ein paar Shortcuts, die prägen sich da auch relativ schnell ein. Wenn man eben öfter was formatiert, wenn man öfter was umbenennt, dann hat man eben relativ schnell auch diese Shortcuts drauf und ist dann deutlich schneller. Gut, gibt es Fragen dazu oder wollt ihr vielleicht noch irgendwas sehen, was man wie in der IDE macht? Gut, dann machen wir jetzt weiter. Ansonsten habt ihr ja jeden Montag auch wieder die Möglichkeit zu fragen. Also, ich habe vorhin schon angedeutet, dass bei der Wahl der Programmiersprachen das für Unternehmen eine der entscheidendsten Sachen ist, wie die Werkzeugunterstützung ist, wie gut die ist. Und jetzt eben sozusagen habe ich ein paar Sachen vorgeführt, was uns eben Aufwand sparen kann, was uns das ermöglichen kann, irgendwie mit der gleichen Zeit mehr zu entwickeln, vielleicht schon weiterzukommen oder besseren Code zu schreiben. Die Definition lasse ich euch kurz lesen. Gut, also wir haben hier zwei Begriffe. Tool und Environment oder Englisch oder zu Deutsch Werkzeug und Umgebung. Allerdings sind die beiden Begriffe so weit verbreitet, dass wir die eigentlich auf Englisch benutzen, also die englischen Begriffe auch im Deutschen benutzen. Ein Werkzeug, ein Tool
ist eben ein Programm, mit dem ich irgendwas Bestimmtes machen kann, wohingegen eine Umgebung ist, damit kann ich eine ganze Vielzahl von Sachen machen. Und jetzt ist es so, dass das, was ich euch eben gezeigt habe, Eclipse ist zum Beispiel eine Umgebung, wohingegen der Java-Compiler ist eben ein Werkzeug. Ja? Und die Umgebung, die kann eben viel mehr als das Java-Programm kompilieren und wird deswegen typischerweise als Umgebung bezeichnet. So, und wann immer wir im Software-Engineering eben irgendwelche Computerprogramme nutzen, um andere Computerprogramme zu entwickeln, nennt man das auch Computer-Aided Software-Engineering. Allerdings ist inzwischen was anderes auch gar nicht mehr denkbar. Ja? Also wer möchte jetzt noch in einfach nur in einem Texteditor entwickeln? Hups. Gut, ich glaube, das muss ich nicht weiter kommentieren. Was wir da vielleicht noch rausziehen können, ist, dass gerade so, welche Programmiersprachen nutze ich, welche Werkzeuge nutze ich, dass das auch viel politische Sachen sind, dass man da viel in Diskussionen tritt und dass es natürlich auch viel einfach Bekanntheitsgrad ist. Ja? Also kenne ich mich mit dem Werkzeug aus, wenn ich jahrelang mit Vim oder Emacs oder ähnlichem gearbeitet habe, dann bin ich damit auch effizienter. Das heißt nicht unbedingt, dass jeder neue Programmierer auch unbedingt damit am besten dran wäre. Aber natürlich ist es viel sozusagen, man braucht einfach Werkzeuge, mit denen man sich gut auskennt, in denen man schnell entwickeln kann. Es gibt allerdings viele Sachen, die eben diese reinen textuellen Editoren nicht haben. Ja? Und einiges davon habe ich euch gerade gezeigt, wie zum Beispiel Umbenennung und ähnliches. Gut, neben textuellen Editoren, also wo ich einfach den Programmtext schreibe, gibt es natürlich auch andere Editoren, die wir irgendwie brauchen. Und eine Reihe von den Sachen, die jetzt im Folgenden genannt werden, sind für euch vielleicht interessant, auf die Folie später nochmal drauf zu gucken, weil wir natürlich Werkzeuge in jeder Phase im Software-Engineering brauchen. Ja, das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Vorlesungen immer über irgendwelche Themen im Software-Engineering sprechen und für alle die brauchen wir Werkzeuge, so wie wir das eben für die Programmierung brauchen. Insbesondere stellen wir irgendwelche Modelle, die uns helfen, die Software irgendwie zu verstehen. Und die können wir natürlich in speziellen Editoren machen, die extra dafür gedacht sind. Oder wir können sie eben in PowerPoint zeichnen. Und die Praxis zeigt, dass die eher in PowerPoint gezeichnet werden. Und warum? Weil die meisten großen Firmen halt ihren Mitarbeitenden PowerPoint, Excel und Outlook installieren. Die sind quasi installiert. Andere Sachen dürfen sie nicht installieren. Also wird das eben benutzt und wird eben da, ist das eben eines der wichtigsten Software-Engineering-Werkzeuge, in PowerPoint irgendwie Diagramme zu malen. Tatsächlich gibt es natürlich eine ganze Reihe von eher technischeren Tools. Ich habe vorhin von Assembler-Sprachen gesprochen, dann habe ich eben ein Tool, was eben von dem Assembler-Code zum Maschinencode übersetzt oder eben Compiler oder ein Interpreter. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Werkzeugen, Konfigurationsmanagement oder Versionen, werden wir in der nächsten Woche etwas genauer kennenlernen und Git werdet ihr jetzt auch im Praktikum dann schon einsetzen. Es gibt Webseiten, auf denen man seine Probleme, die man mit der Software hat, zum Beispiel dokumentieren kann, wie GitHub oder GitLab. Auch sowas werden wir dann mal sehen. Es gibt Tools, mit denen man im Code navigieren kann oder Code refactoren kann und das habt ihr gerade in Eclipse gesehen. Also navigieren heißt, ich kann irgendwo draufklicken und dann komme ich dahin, wo das eigentlich deklariert wurde oder eben, wir haben was umbenannt, das ist eben so ein typisches Refactoring. Wie gesagt, das ist nicht schlimm, wenn ihr jetzt noch nicht komplett folgen könnt, das ist eher so eine Übersicht, wo ihr später nochmal zurückgehen könnt und gucken könnt, was braucht man eigentlich alles an Werkzeugen. Dann brauchen wir irgendwie Tests, da kommen wir übernächste Vorlesung drauf, wie wir den Code eigentlich testen und gucken, ob der dann das Richtige macht. Und auch da gibt es eine ganze Reihe von Werkzeugen. Und insbesondere versuchen eben manche Werkzeuge, all das, was man so während der Entwicklung braucht, in ein Werkzeug zu gießen, zu integrieren. Und deswegen ist das als Integrated Development Environment oder kurz IDE bekannt.
Und hier gibt es eine Reihe von IDEs, die auf dem Markt sind. Eclipse, Visual Studio, IntelliJ, Android Studio. Zum Beispiel IntelliJ und Android Studio, die eher den Fokus haben auf eine gewisse Programmiersprache. Oder Eclipse und Visual Studio, die auch schon so designt wurden, dass sie eben viele Programmiersprachen unterstützen sollen. Jetzt mögt ihr euch fragen, warum wir hier Eclipse einsetzen und nicht IntelliJ zum Beispiel. Und da ist jetzt ein Grund, dass ich sehe, dass IntelliJ ist eben ein kommerzielles Werkzeug. Das wird für, solange ihr in der Ausbildung seid, könnt ihr das kostenlos benutzen. Aber sobald ihr das dann in der Industrie später nutzen wollt, habt ihr da hohe Lizenzgebühren. Und dahingegen ist die Open-Source-Lösung eben Eclipse. Ja? Und dann kann man eben gucken, was jetzt besser oder schlechter ist. Wichtig ist für uns, dass ihr mal mit einem Werkzeug arbeitet für eine Weile und dass ihr euch mit einem Werkzeug auskennt. Und ich habe ein Problem mit meiner Moral, wenn ich jetzt hier IntelliJ unterstütze, einfach weil es eben das Geschäftsmodell darauf aufbaut, dass es eben, dass wir das an Unis beibringen. Und wenn es alle Unis beibringen, dann möchte es eingesetzt werden an allen Firmen. Ich würde gerne noch weitermachen, dann können wir später nochmal. Ja, mit deutlich weniger Funktionalität, als die Eclipse schon out of the box bietet. Das ist teilweise eine politische Diskussion. Ich wollte es euch jetzt bloß erklären, ne, warum wir das hier für Eclipse quasi erstmal zeigen. Gut, es gibt also eine Reihe von Werkzeugen. Es gibt eine Reihe von Werkzeugen, die wir an unterschiedlichen Stellen brauchen. Und natürlich macht es wenig Sinn, euch jetzt schon alle Werkzeuge sofort vorzustellen, sondern wir werden immer mal wieder im Laufe der Vorlesung Werkzeuge kennenlernen. Aber wichtig ist eben, dass ohne Werkzeuge ist die Softwareentwicklung nicht denkbar. Wir brauchen also gute Werkzeugunterstützung. Uns ist vor allem wichtig, dass als Programmierer man sich mit den entsprechenden Werkzeugen zu einem gewissen Grad auskennt. Gut, in der nächsten Vorlesung werden wir damit anfangen, warum reicht es eigentlich nicht, eine Version oder die letzte Version der Software abzuspeichern und damit zu arbeiten. Das gucken wir uns dann vielfältig an, auch wie wir damit umgehen können. Und ansonsten machen wir jetzt keine praktische Aufgabe mehr, sondern die praktische Aufgabe, die sich hier anbieten würde, ist eben das Praktikum Software Engineering weiter voranzutreiben. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne noch vorkommen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zur Zentralübung. Und zur Erinnerung nochmal kurz, diese Woche die Übungen 2, 4, 6, 8, 10 und 12. Bis nächste Woche. Ja.